meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen bei Mix It Easy bei Steffi, also zu einem neuen Filmchen mit mir. Heute soll es ein Oreo Cheesecake geben. Ich habe schon mal einen gebacken, ich wollte aber jetzt ein bisschen was anderes machen und deswegen habe ich mir ein anderes Rezept ausgesucht, beziehungsweise das so ein bisschen nach eigenen Wünschen umgemodelt, deswegen ist das kein Originalrezept mehr. Findet ihr in der Infobox. Ich lasse euch jetzt gleich mal einmal die Zutaten durchlaufen, die wir für dieses Rezept brauchen, und dann würde ich sagen, starten wir gleich. Und das Wichtigste, was ich jetzt vergessen habe, hier in meine Vorratsecke zu holen, sind die Oreos, beziehungsweise ich nehme keine Originalen, ich nehme nachgemachte, mir reicht das, aber von daher, die muss ich jetzt erst nochmal holen. Also einen musste ich naschen, auch die nachgemachten schmecken super gut, habe ich mir jetzt 15 Stück hier reingegeben. Ob die jetzt tatsächlich von der Menge her reichen, weiß ich nicht. Werde ich ja gleich im Endeffekt am Ende sehen vom Rezept. Okay. Ich habe mir das Rezept, weil es ja kein Rezept aus der Rezeptwelt oder aus dem Cookie-Doo ist, in meine Kreation reingegeben. Und kann dann auch hier über das geführte Kochen dieses Rezept jetzt zubereiten. Also, Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze aufheizen, habe ich gemacht. 15 Oreo-Kekse in den Mixtopf geben und für 3 Sekunden Stufe 5 grob zerkleinern und umfüllen. So, da will ich jetzt einfach mal schauen, wie das Zerkleinerungsergebnis ist. Ich hoffe nicht, dass es jetzt zu klein wird. Also es sind ein paar größere und ein paar kleinere Brocken drin. Es wird ein Teil davon in die Quarkcreme gegeben hinterher und ein bisschen was wird oben drüber gebröselt. Für oben drüber ist es natürlich besser, wenn es so ein bisschen grober ist. Aber fische ich mir dann das Passende raus. So. Ich zeige euch das noch einmal jetzt hier. Ne? Stelle ich jetzt zur Seite. Der Mixtopf muss jetzt nicht gespült werden, denn wir machen jetzt den Mürbeteig und da kommt auch ein bisschen Backkakao mit rein, das heißt, der wird auch so ein bisschen bräunlich und von daher brauchen wir den Mixtopf jetzt nicht spülen. Eine Springform mit 28 cm Durchmesser und ein Backpapier reinmachen, haben wir auch gemacht. So, und jetzt wird alles für den Mürbeteig direkt eingewogen. Bedeutet 200 Gramm Mehl, ich hatte das alles schon vorhin abgewogen. So, 50 Gramm Backkakao, ein halbes Päckchen Backpulver hatte ich hier noch übrig, wo ist mein Zucker? Ach hier. Hier habe ich den Zucker, 80 Gramm Zucker und 20 Gramm Vanillezucker, also dass wir insgesamt auf 100 Gramm kommen. Gucken, ob das auch alles richtig ist hier. Jawohl, passt alles. Passt alles. Dann brauchen wir 80 Gramm Butter. Die ist jetzt weich, das ist aber nicht schlimm, denn der Teig wird gleich in die Springform gegeben, verteilt mit den Händen, ein bisschen auch hier mit dem Teigroller. Den gibt es ganz neu jetzt bei Wundermix auch im Shop. Der ist so ein bisschen gebogen, dass man den, sagen wir, dass der noch ein bisschen besser in der Hand liegt, sagen wir mal so. Und der hat auch eine kleine Rolle und die kleine Rolle ist dafür da, um in Backform einen kleinen Rand hochzuziehen. Von daher ist das alles super. Dann fehlt noch ein Ei, das habe ich hier. Und dann kommt der nächste Schritt. Ne, Quatsch, steht ja hier unten. Eine Minute Teigknetstufe. Genau. Dann hier. Jawohl, eine Minute Teigknetstufe. So, der Teig ist jetzt fertig. Der ist natürlich jetzt nicht so grob bröselig, wie man sich jetzt einen Mürbeteig vorstellt, aber ich habe da sowieso schon gemerkt, wenn ich im Thermomix Mürbeteig mache oder was für Streusel mache,
arbeite ich das sowieso immer von der Hand nach. Deswegen ist das dafür jetzt sowieso absolut okay, denn wir geben jetzt alles hier in den in die Auflaufform rein und werden dann den Teig hier drin verteilen, festdrücken und gut ist. Gerade kam ein Anruf, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube bei dem Thema, dass ich den Topf nicht spülen will, glaube ich. Ich bin mir aber nicht so sicher. So, Rand hochgezogen haben wir, im Kühlschrank gestellt haben wir. Jawohl, Rühraufsatz einsetzen, damit das alles schön cremig gerührt wird. Und jetzt, wo ist er? 500 Gramm Magerquark, kommt jetzt schön in den Mixtopf rein, ja. Nach dem Magerquark kommt Frischkäse dazu, Naturfrischkäse, 300 Gramm. Vier Eier. Gramm Zucker. Ihr könnt natürlich die Zuckermenge ganz nach eurem Belieben anpassen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht 200 Gramm Zucker nehmen, nur weil ich die genommen habe. 500 Gramm Milch. Gramm Butter. Und zwei Tüten, ach hier habe ich jetzt zwei Tüten Vanillepuddingpulver, eigentlich zum Kochen. Aber das wird ja nicht gekocht. Im Endeffekt wird das ja nachher im Backofen gebacken. Das ist ja schon fast wie kochen. So, dann eigentlich Saft und Abrieb einer Bio-Zitrone. Leute, ihr glaubt es nicht, ich habe hier keine Bio-Zitrone gekriegt. Ich habe gedacht, ich raste aus. Deswegen nehme ich jetzt hier Zitronenpaste. Ich finde, das macht sowieso einen Käsekuchen immer so richtig schön frisch. So, jetzt eine Minute Stufe 4. Ich hoffe, es reicht. Natürlich mit eingesetztem Rühraufsatz. Einmal hier mit dem Rand ein bisschen sauber machen. Ich hoffe, es reicht vom Vermischen her. Wenn nicht, muss ich das eventuell noch verlängern, aber wir gucken mal. Stufe 3,5 reicht, 4 ist schon ein bisschen sehr krass, deswegen reduzieren wir das auf 3,5, werde ich aber auch ins Rezept in der Infobox mit reinschreiben. So, da ist er nämlich fertig und ich gehe jetzt gleich nochmal mit dem Spatel durch, um mal zu gucken, wie gut sich das vermischt hat. Das ist ja wie gesagt auch so ein Mischmasch aus verschiedenen Rezepten. Ja, das müsste eigentlich, das fühlt sich gut an. So, dann Hälfte der zerkleinerten Oreos zugeben, mit dem Spatel unterheben. Also die Creme ist, wie es auch bei dem Käsekuchen von Tante Gertrud ist, gibt es auch hier bei YouTube auf meinem Kanal. Das ist da der Nonplusultra-Käsekuchen eigentlich. Ist das ja auch so flüssig. Und man denkt immer, das wird nie im Leben hart, das tut es aber. So, und jetzt werde ich das mal ganz vorsichtig hier reintun. Denn wenn die Creme sowieso so weich ist, dann kann ich die Oreos da sowieso nicht sozusagen unterheben, weil die ja sowieso untergehen. Deswegen, hoppala. Ja, den hätte man eigentlich auch mal vorher rausnehmen müssen, Frau Dr. Mix it easy, Steffi, den Rühraufsatz. Und jetzt werde ich hier die Oreos so drüber bröseln. Wenn sie nicht untergehen,
werde ich sie ein bisschen unterheben. Aber das, oh, das sieht ja schon richtig gut. Also ich denke mal, beim Backen werden die sowieso untergehen. Aber ich mache mal ein bisschen runter. Werde das mal hier ein bisschen, dass die noch so auch in diese Creme hier so reingehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich werde das hier alles jetzt mal so drüber geben. So, und wenn das nachher ein bisschen angebacken hat, also im Endeffekt oben die Schicht so ein bisschen fester ist, dann werde ich noch mal ein bisschen was drüber bröseln. Das gefällt mir jetzt schon mal richtig gut. Wie gesagt, es ist für mich auch ein Test, ob das alles so funktioniert, wie ich das gerne hätte, weiß ich jetzt gar nicht, aber wir werden das sehen. Genau, ich lasse das jetzt einfach so und schiebe den jetzt in den Backofen rein, der wie gesagt schon auf 180 Grad Ober-Unterhitze aufheizt. Backen soll er zwischen 55 und 60 Minuten, aber die Backöfen, hoppala, sind ja alle unterschiedlich. Deswegen, ihr Lieben, immer Augenkontakt halten, weil so circa nach 30, 40 Minuten, je nach Backofen, soll man den Kuchen mit Alufolie abdecken, damit er nicht zu dunkel wird. Klar, er soll natürlich ein bisschen braun werden, aber schwarz soll er auch nicht sein. Da ist er schon durch die Oreos relativ dunkel. Von daher, bitte nach einer halben Stunde mal reingucken, eventuell da schon mit Alufolie abdecken und dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Probe aufs Exempel und gucken mal, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Tja, im Hintergrund muss man mal wieder die Spülmaschine hören. Also irgendwas hört man bei mir ja immer, entweder die Kaffeemaschine oder die Spülmaschine. Wollte euch noch einmal den Kuchen zeigen, bevor der jetzt in den Ofen geht. Oh, ich glaube, das kann richtig gut werden. Ich bin gespannt, ob der dann auch so gut wird, wie ich hoffe, dass er gut wird. Die Backzeit ist rum. Und man soll aber den Kuchen dann im Backofen stehen lassen, bei geöffneter Tür. Oh, weil der ja immer noch ein bisschen, ja, wackelig ist, sag ich jetzt mal. Seht ihr, wie das innen drin noch so ein bisschen Dings? Genau, so ein bisschen Dings. Genau. Und einfach die Backofentür offen lassen, den Kuchen drin stehen lassen und auskühlen lassen. Und ganz wichtig ist, dass man ihn erst anschneidet, wenn er richtig ausgekühlt ist, damit er euch nicht auseinanderfällt. Und von daher wird es mit der Geschmacksprobe erstmal nichts, aber das ist nicht schlimm. Ich kann warten. Heute ist the day after, nicht wahr? Wir kommen gerade vom Sport. Und da darf man sich ja schon mal ab und zu mal was Leckeres gönnen, ne? Und das ist, wie gesagt, der leckere Oreo Cheesecake. Ich würde aber sagen, der lässt sich, oder man, der lässt sich, wie sagt man, der kann sich sehen lassen. Genau. Und jetzt nehme ich mir hier mein Schneiden und Servieren. Das ist ein Teilchen von Temperate Chef. Kann man gleichzeitig mit schneiden und ja, servieren halt. Muss ich natürlich hier die Oreo-Stücke ein bisschen an der Seite tun. Jetzt gucken wir mal, wie das hier so wird. Nein. Das ist meine Tochter, lasst euch nicht beirren, das ist normal. Guck mal, dass ich ein Tellerchen habe. Schön rauskriegen ist was anderes, aber egal. Dann haben wir hier zur Deko nochmal schön Oreo-Stückchen von da ab. Ja, aussehen tut er gut, muss ich wirklich sagen. Hier abputzen. Und hier ist er jetzt auf dem Teller. Sieht auch gut aus. Und jetzt esse ich. Ja, gefällt mir sehr gut. Bin mal gespannt. Mhm.
schmeckt ja geil. Bin begeistert. Begeistert! Mmh. Ey, das ist ja richtig gut. Wisst ihr, was mir daran gefällt? Weil das durch die Oreos, durch das Dunkle, so ein bisschen, was heißt herber schmeckt. Also halt wie dunkle Schokolade. Ey, das schmeckt richtig gut. Und jetzt esse ich den unechten Oreo hier. Super. Super, super. Mmh. Richtig cool. Daumen hoch. Hat super. Auch den Mürbeteigbogen kann man so lassen. Alles gut. Von daher richtig geil. Würde mich freuen, wenn ihr es nachbacken würdet. Macht's gut. Passt gut auf euch auf und viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.